Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Es ist Draco, der anmoderiert. Und ich habe aus Versehen einen Screenshot gemacht. Und ein herzliches Willkommen zu Knock Knock. Beim letzten Mal haben wir ja kennengelernt. Es ist wieder eine Traumsequenz. Ich verstehe das nicht. Und ich habe Angst, dass da vorne kommt. Das ist ein Vieh irgendwie. Heißt das jetzt, es ist wieder eine Traumsequenz, wo ich wieder irgendwo hin muss? Laberst du wieder? Laber? Nein. Ah doch, laberst du. Nein. Im Allgemeinen ist es ja am besten für die Psyche, eine Stunde vor der Dämmerung fest zu schlafen. Aber in jüngster Zeit hält mich diese Unruhe wach. Ist als wandern die Räume selbst durchs Haus. Ich mich also stundenlang rumwälze, werde ich das Haus überprüfen. Nachschauen, ob die Räume noch alle doch da sind, wo sie hingehören. Ich habe eher das Gefühl, dass das die Wirklichkeit ist und er das Gefühl hat, dass er träumt hier. Und die Zeit vergeht nur nicht, weil Baum. Okay, hier bringt es glaube ich eh nichts. Außer dass ich schnell rennen kann, weil hier spawnen keine Viecher. Das Einzige, was ich machen muss, ist die Zeit vergehen zu lassen. Dieses Haus ist ein Beobachtungsbaum, eine alte Forschungsstation. Ich lebe hier seit meiner Geburt. Kann ich das? Geht jetzt die Musik wieder an, wenn ich das mache? Herein! Gern! Ah, schade. Da, da, da. Die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. Ich muss nur bis Sonnenaufgang durchhalten. Er wird alles wieder an seinen Platz rücken. Oder träumt er vielleicht beides? Oh, die Tür ist offen. Was für ein Zufall. Also ich finde diese Parts weniger gruselig. Ich bin Weltologe. Das ist mein Beruf. Ich habe ihn geerbt. Wir als die Weltologen müssen die Welt beobachten, studieren, woraus sie gemacht ist. Diese Ergebnisse schreiben wir nieder und analysieren sie. Und irgendwann werden diese Erkenntnisse vielleicht mal wissenschaftlich bedeutsam. Das kann gut sein. Weltologe, bestimmt ein schöner Beruf. Wie lebst du? Was isst du? Wie kriegst du Geld? Rausgehen! Ich habe diese Tür nicht geöffnet. Und nichts lebt da draußen, dass ich einschleichen könnte. Nichts, dessen Winden ausreiche, mich dort hinauszulocken. Und der einzige Pfad, der hier existiert, führt einmal ums Haus herum. Aber ich sollte jetzt rausgehen und sicherstellen, dass keine neuen Pfade gewachsen sind. So sputter so. Neuer Pfad! Yay! Okay. Wir suchen wieder das Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Komm mal rüber, Mann. Weil ich sowieso gewinne. Weil ich ein Mädchen bin. Ich habe Angst hier, weil es kommen komische Geräusche und ich sehe kein Mädchen. Allison, wo bist du? Allison. Allison Di Laurentiis ist das bestimmt. Dieses Knacken kommt von keine Ahnung woher. Mädchen, wo bist du denn? Komm essen. Tu der Oma winken. Ich bin keine Oma. Wo ist dieses fucking Mädchen? Mädchen. Habe ich da was gesehen? Okay, doch nicht. Bilde ich mir Sachen ein? Ist etwas da? Nur weil man es sieht. La la la. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Die Streifen durch den Wald. Die Krähen, Krähen. Und ich bin auf der Suche nach einem Mädchen. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Nicht mal mein Haus finde ich.
Da ist das Haus. Mädchen, wo bist du denn? Habe ich da gerade was gesehen? Nein, ich habe es mir eingebildet. Ich bilde mir Dinge ein. Ich bilde mir Dinge ein. Mädchen. Es hat geknallt. Warum geht's jetzt hier? Was soll das? Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ich nenne dich jetzt Kunibär. Du bist jetzt Kunibär, ne? Kunibär. Mit der Kerze in der Hand. Da ist das Haus. Also muss irgendwo hier das Mädchen sein. Na, 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 na. Es muss eins geben. Ich weiß es. Ich renne jetzt einfach mal nur hier ringsherum. Oh, da ist es ja. Hallo. Allison. Allison. Hallo. Allison? Allison! Allison ist verschwunden. Oh nein, jetzt ist sie sicher irgendwo anders aufgetaucht. Wir streifen durch den Wald. Wir streifen durch den Wald. Wir streifen durch den Wald. Wir... Etwas geknackt. La la. Ich kenne ein Lied, das geht ihm auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied, das geht ihm auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Langsam habe ich doch Angst. Ich war noch nie so lange in diesem Wald. Ich nicht, dass etwas passiert. Diese wunderschönen Bäume, die wie grinsende Fratzen aussehen. Da ist das Haus, was für ein Zufall. Mädchen, wo bist du denn? Der Papa sucht dich. Mädchen. Allison. Wo bist du, Allison? Kunibert sucht dich. Allison, wo bist du? Ach, ich habe mir was eingebildet. Ich kenne ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jeden auf die Nerven. Ich kenne die Luft, geht jedem auf die Nerven. Wenn das noch so lange dauert, vielleicht habe ich sie auch verscheucht. Spawnt die überhaupt irgendwo anders dann? Na, 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 na. Ich gehe rein. Tschüss! Ich habe sie wahrscheinlich irgendwie verscheucht oder so. Jetzt kommt wieder eine Traumsequenz, wie ich es liebe. Wieder schlecht geschlafen. Laberst du wieder? Hallo. Okay. Ich schlafe und in der Zwischenzeit weiß niemand, was hier verdammt nochmal los ist. Alles zerfällt. Viele Räume sind völlig vernachlässigt. Niemand darf hier eindringen können. Nur dann findet man Ruhe und Frieden. Selbst ein feiner Riss ist Grund für ernsthafte Sorgen. Und deshalb muss ich jede kleinste Lücke finden und reparieren. Wenn sie alle geschlossen sind, dann wird alles wieder wie früher sein. Und wie mache ich das? Oh. Okay. Öffnen wir erstmal diese Tür. Anmachen. Müsste deine Augen nicht zumachen. Das geht schneller so. Warum hast du auch immer so lange deine scheiß Kaktüren zu öffnen? Hallo. Ja, und wie geht's euch so? Nein, da steht nichts hinter mir. Nein, das bildet euch ein. Nein, nein. Wow, bei mir ist auf dem Zeitbildschirm so ein Fleck, dass ich das würde der Charakter so grinsen. Wow. Geh weg. Geh weg. Nein, 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 nein.
Gehen Sie weg. Ich möchte nicht kuscheln, nein. Gehen Sie weg. Wir können das die ganze Zeit machen, wenn das so weitergeht. Ich hab Zeit. Hast du auch Zeit? Es ist verschwunden. Ich hab mich voll erschrocken. Mach das Licht an, bitte. Oh, das ist ein Beschleuniger. Gibt es also auch hier. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ich glaube, wenn ich die Hälfte der Zeit habe. Nun trifft sich ja gut, dass es da ist. Hallo, Auge. Nö, nö, du musst nichts spawnen. Ist da überhaupt was? Da ist doch gar nichts. Jetzt ist es da unten. Ah, das hat mir sowas symbolisiert. Ich glaube, ich darf einmal getroffen werden, dann wird nur die Hälfte der Zeit weg. Was dieser Raum da drüben. Ja. Ich habe Angst. Ist da was? Was? Sie kommt rüber. Brüll. It knows where you are. Wait. Es weiß, wo du bist. Was? Zwei Monster? Da ist was. Ich glaube, es hat mich gesehen. Nein, nein. Ich möchte nicht. Ich möchte nichts kaufen. Weißt du, wo ich bin? Just when you thought about it, it came in. Da kommt ein zweites. Schaffe ich es? He is playing hide and seek by himself. Hast du die Augen zugemacht? Er hat die Augen weit aufgerissen, oder? Nein, du siehst mich nicht. Ich weiß auch nicht, wie mein Name ist. Geh weg! Bitte! Hallo? Ja, ich höre es. Ich höre auch dich. Blöde Kuh. 10 Jahre später. Oh, Gott sei Dank. Now it's your turn. Es ist meine Zeit. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Und hinter mir ist wieder so ein Kistending. Du solltest dieses Spiel alleine spielen. Steh drei Stunden vor Sonnenaufgang. Sag zu dir selbst, ich habe nichts vergessen. Ups, da habe ich gerülpst. Ich habe nichts vergessen, dass ich gerülpst habe. Geh durch das dunkle Haus und schalte im Raum das Licht ein. Geh zurück in den Raum, in den du begonnen hast. Schließe deine Augen. Versuche dich auf das allererste zu konzentrieren, dass die Altwelt, wenn es ein Gedicht ist, wird dieses Wesen in deinem Haus zum Leben erwachen. Okay. 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 Wieder eine Traumsequenz. Mit Allison. Ach ja, sein Name ist der Kunibert, Entschuldigung. Kunibert, Kunibert, oh, Kuni, 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 Kuni. Wo ist das Tagebuch hin? Ich erinnere mich sicher, es unter das Kissen gelegt zu haben. Verstehe ich nicht. Kann ich das verstecken haben? Meine Ring hat mich doch so nie betrogen. Seltsam. Egal, ich muss es sofort finden. Ich kann sonst morgen nicht arbeiten. Alle meine guten Plätze und Karten sind da drin. Okay. Ein Tagebuch finden. Was ich mal ausprobieren werde, ich werde jetzt in jedem Raum mal das Licht einschalten. In jedem.
Und gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. Mein alter Herr hat mich mal ein Tagebuch geschenkt, als ich gerade schreiben lernte. Er sagte, dass ich mein ganzes Leben da reinschreiben würde. Und wenn ich die letzte Seite voll wäre. Er war der letzte unserer Familie, der gerne in Metaphern sprach. Aber ich war damals noch sehr klein und nahm ihn beim Wort. Ich wollte natürlich lange leben und deshalb habe ich mir die Seiten gut eingeteilt. Ich habe so winzig wie möglich geschrieben, selten und knapp. Das wurde mir zur Angewohnheit. Denn nach einer Weile vergaß ich seine Worte, aber jetzt aus irgendeinem Grund fallen sie mir wieder ein und sie erschüttern mich. Dies ist kein Traum. In Wirklichkeit ist dies dein richtiges Zuhause. Was machen die Blätter hier? Warum wurden sie rausgerissen? Das warst du selber. Das fällt mir ganz und gar nicht. Ist jemand eingedrungen, während ich schlief und hat das Tagebuch zerfleddert? Ich muss das Haus hier ganz von vorne überprüfen. Ich habe es wirklich vernachlässigt. Okay, hier sonst nichts. Okay, ich mache einfach in jedem Raum kurz das Licht an. Ich weiß da nicht, woran der da gerade fummelt, aber... Mein Vater hat hier gearbeitet, vor mir, und vor ihm mein Großvater und so weiter. Jeder meiner Vorfahren hat diesem Haus etwas hinzugefügt. Aber die Vergangenheit ist ein wertloses, verrottetes Erbe und es sind viele Räume verschlossen. Ich schaue nie zurück. Das ist aber nicht gut. Und kann ich hier nichts rein? Also das ist also nicht der Traum. Aber das sieht auch, glaube ich, immer gleich aus. Also könnte das wirklich das normale Haus sein hier. Und der Rest träumte dann nur. Ich weiß es nicht. Und dass die Zeit nicht verrinnt, das ist doch normal manchmal. Es ist sehr wichtig, dass der Sonnenaufgang dich in einem vollständig wiederhergestellten Haus vorfindet. Und dein Haus ist immer viel größer, als es scheint. Ich habe die Tagebucheinträge oft an mich selbst adressiert, an ein älteres Selbst, das eines Tages meine Aufzeichnungen lese. Es war nur ein Spiel, aber es fühlt sich an, als ob ein völlig Fremder diese Seiten verfasst hätte. Okay. Sind das Tipps? Rein! Die Gäste töten beinahe nie. Sie bringen dich nur zurück, weil du noch nicht fertig bist. Die Handschrift wurde so angelegt, dass sie meiner ähnelt, aber sie liegt daneben, ganz sicher. Das habe ich nicht geschrieben. Ja, eben, also... es könnte doch sein, wenn dieses Auge da auftaucht, dass man dann sozusagen, dass man vielleicht das Haus repariert. Ich bin überarbeitet. Während des Tages muss ich überall Proben nehmen. Ich muss die Zusammensetzung dieses Bodens überprüfen und der Luft, des Wassers, der Flora und der Fauna. Also, meine Vermutung ist, dass er das wirklich schlafwandelt und in dem Schlaf dann diese Augen, oder was das darstellen soll, dass das wie Schäden am Haus ist und diese dann sozusagen durch das Licht anmachen, währenddessen repariert. Und wenn er das nicht schafft, das zu reparieren, wird er zurückgesetzt mit der Zeit. Und das ist eben das Richtige hier. Hallo. Und jetzt öffnet sich gleich wieder die Tür. Das heißt, er hätte es vorhin auch tun sollen. Gott sei Dank, der Morgen rückt näher. Es kann natürlich auch sein, dass das alles eine lange Nacht ist. Ich will mich gar nicht erinnern, ist sowieso alles Wiederholung. Der Zustand meines Kopfes ist genauso, wie er ist. Limburgerode.
Und bevor wir... Der war draußen ist am Ende seines Lebens. Er war einmal ein reichhaltiges Biotop, aber jetzt stirbt er. Ich kann kein gesundes neues Wachstum mehr finden. Der Boden, auf dem er wuchs, versumpft langsam. Die großen Tiere sind ausgestorben. Die Insekten sind als einzige geblieben. Und damit würde ich sagen, klopf, klopf. Klopf, klopf. Wer ist da? Das Ende. Bis zum nächsten Mal.